Moin Jens. Ach, hi Jens, grüß dich. Hi. Na, wie geht's? Ach gut, und selbst? Wunderbar. Und wie war dein Wochenende? Oh, was ist das? Feueralarm. Feueralarm. Lass mal zusammen Platz geben. Jens, so eine Brandmeldeanlage ist ja schon sehr wichtig, ne? Und macht es da nicht auch Sinn, die vor Überspannungen zu schützen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, hier geht es ja um den Schutz von Menschenleben. Und ein kleiner Ausfall kann schon zu einer großen Folge führen. Ja, und was genau muss an so einer Anlage dann geschützt werden? Denn gesehen habe ich sowas bisher noch nicht. Du, das kann ich dir zeigen. Sobald das Gebäude freigegeben ist, schauen wir uns das einfach mal an. Ja. So, Jens. Hier sind wir in einem von unseren Technikräumen. Ja. Hier befindet sich das Anzeigetableau von unserer Teilzentrale dieses Gebäudes. Die Teilzentrale selber ist ja eine Etage über uns. Mhm. Und die ist auf der Stromversorgungsseite mit einem Typ-2-Ableiter abgesichert, der in der vorgelagerten Unterverteilung installiert ist. Mhm. Und üblicherweise ist es so, dass die Leitungen, die im Gebäude bleiben, also zu den Rauchmeldern, Handmeldern bzw. zur Sirene, nicht abgesichert werden. Aber natürlich die Leitungen, die das Gebäude wieder verlassen. Mhm. Und wo sind die installiert? Das ist hier so, der Teilzentralenring geht ja hier raus aus dem Gebäude und das haben wir hier in dem Mediumschacht am Gebäudeeintritt abgesichert. Ja. Kann ich dir gerne mal zeigen. So, wie du siehst, hier in dem Kasten ist der Überspannungsschutz für den Teilzentralenring untergebracht. Ja, und das sind ja auch diese PTIQ. Überspannungsableiter mit der LED, mit der Funktionsanzeige. Richtig, genau. Denn gerade bei Brandmeldeanlagen, die ja rund um die Uhr funktionieren müssen, ist natürlich gerade der Gelbstatus interessant. Denn hier kann dann der Überspannungsschutz, bevor er rot anzeigt, ausgetauscht werden. Und das Ganze sogar an die Brandmeldezentrale gemeldet werden. Mhm. Das würde ich mir mal gerne angucken. Jo, das können wir machen. Ich habe hier einen vorgeschädigten Ableiter, den tauschen wir einfach mal aus. So, wie du siehst, zum einen hörst du es an der Brandmeldeanlage, es ist also ein Fehler aufgetaucht. Der Fehler ist hier am Überspannungsschutz, wird es auch angezeigt. Hier ist der Gelbstatus zu sehen, an dem Überspannungsschutz und am Fernmeldemodul. Und hinten auf der Zentrale müsste jetzt auch zu lesen sein, Achtung, ein Überspannungsschutzgerät ist vorgeschädigt. Und das können wir uns mal eben angucken. Jawohl. So, machen wir erstmal in Summe aus. Ja. So, und dann siehst du hier, ne, Lager, Medienschacht, da waren wir eben, ne, Überspannungsableiter vorgeschädigt. Also das, was er unten als LED angezeigt hat, wird hier nochmal im Klartext angezeigt, sodass der Betreiber weiß, alles klar, welcher Überspannungsschutz wo, welcher müsste er eventuell austauschen, vorsorglich. Das ist halt das Schöne an dem gelben Status. Ganz genau. Und wenn er jetzt auf Rot wechseln würde? Wir testen das einfach mal. Ja. So, jetzt tauschen wir einfach mal hier den gelben Ableiter. Ja. Gegen den roten, gegen den Effekten. Dieser leuchtet rot. Genau, leuchtet beides rot und das müsste uns natürlich hinten in der Brandmeldezentrale natürlich auch angezeigt werden. Ja. Oh ja, da fällt es wieder. Genau, so, also so wie bei dem Gelbstatus, ne? Machen wir erstmal den Summer aus. Ja. Sehen wir jetzt hier. Lager, Medienschacht, da waren wir ja gerade, ne? Überspannungsableiter, defekt. Diesmal defekt, also das, was er in Rot angezeigt hat, hier nochmal im Klartext. Und spätestens jetzt müsste der Betreiber den Ableiter tauschen. Auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ganz genau. Ja, Mensch, toll. Vielen Dank, dass ich sowas mal wieder in der richtigen Anlage sehen konnte. Das ist immer schön, sowas live vor Ort mal mitzuerleben. Ja, gerne.